So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Let's Survive, Entschuldigung. Und nimm mit. Können wir immer gebrauchen. So, letzte Folge sind wir hier in dieser Höhle stehen geblieben, in dem Grab Yamatais. Wenn das, ich weiß nicht, ob das das Grab ist, ich weiß es nicht. Und irgendwo müssen wir auch hin. Na, das hat sich gebracht. Hä? Wo läuft hin? Läuft automatisch. Mist. Hallo? Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Ach, mein Gamepad. Moment, ich kann jetzt vielleicht ein bisschen piepen. Ja, das war mein Gamepad. Was haben wir denn alles da? Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Köpfe. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Köpfe. So kommen wir dahin. Zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Sieht schon. Was hat sie jetzt genommen? Grab durchsucht. Da haben wir auch noch was.
Da ist ein Relikt. Da ist noch eins. Wir müssen dahin. Dann laufen wir mal ein bisschen. Laufen wir mal dahin. Raus, aber es wird was passieren, wie ich das Spiel kenne. Drücken Sie Tabulator, um die Belohnungsorte auf der Karte zu sehen. Wo ist der Belohnungsort? Oh, hier ist irgendwo was. Ja, ohne Ende. Ah, da oben. Geht ja die Story weiter. Hab schon gedacht. Hier ist auch noch irgendwo was. Das Grab. Da komme ich auch noch nicht hin. Da kommen wir noch hin. Da versuche ich noch mal. Halt! An! Fall den eben auch mit. Ach, jetzt sind wir wieder ganz unten. Na super. Und ich muss ja. Alter! Wie kann ich denn immer da hochkommen?
Kann vielleicht sein, weil ich im Hintergrund gerade Tomb Raider 8, 7 und 8 durchlade. Ach, da ist der Sendemast, dann müssen wir so oder so hin. Da sehen wir. Wo das Flugzeug sind, da hinten drin, ne? Ja, dann gehen wir mal weiter hoch. Ich will ja auch nicht ewig hier festziehen. Da kommen wieder ein paar Kills. Mann! Au! Alter! Sag mal! Doch Mobbing. Mann. Was ist denn noch einer? Was war, wie schlecht war das denn gespielt? Sorry, das war irgendwie gerade. Whatever. Mit. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Das ist eine kranke Frau. Gut. Dann gucken wir weiter durch die Gegend. Aber wir gucken mal, wo wir dann in der nächsten Folge hinkommen. Muss ja auch hören, wenn wir Folge zu machen. Ne? Und wir sehen uns dann morgen wieder, ne? So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook.
Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.